Das ist jetzt für den rosaroten Panther gemeinsam rosarot. Come on! Mal ganz langsam, also beginnt mit C. Das spiele ich glaube ich so. Und also dann also C, die Akkorde sind C und dann A mol G und A mol C. E mol D und C und D. Und A mol 7, also ohne Ringfinger. E mol D und C und D. Und ich spiele das auch G6. Also einfach die H und die E-Seiten leer lassen. Also A mol 7. G und C und C, D, E, Dur und C. A mol 7 und G6. Das A mol 7 kann man natürlich da, das G6 kann man auch so spielen. 3, nix, 0, 0, 0, 0. Ja? D und G-Dur und C. Und dann kommt der ganze Tag D-Dur. Gemeinsam das Ding. Aber ich spiele es jetzt einmal mit dem Original mit, dass du euch was vorstellen kannst. Amol, Emol, D, C. D, Amol, Emol, D, C. D. Amol, G, D, C, E, Dur, C. Amol, 7, G, 6, D, C, Dur, C. Mehr ein schneller Tod. Genau, und jetzt kommt G, G und C und D. Amol, wieder Strophe, C, D. Down, down, up, up, down, up, down, down, up, down, down, up, down, up, down, up, down, down. Amol, G6, D, E-Dur und C. Amol 7, G6, D, E-Dur und C. D. E. So D, C, E. Und jetzt C, D, E. Und jetzt wieder G, C. Gemeinsam rosa rot. C, jetzt E-Dur, G, C, C. Genau, D, E. Am Ende ist eben das Besondere da, dass er da immer spielt. Gemeinsam rosa rot. 1, 2, 3, 4. Gemeinsam rosa rot. Gemeinsam rosarot und an D. Das ist so renaissance-mäßig. Ja? Das ist ganz schön. Es ist das wienerische Something in the way. Yeah.
rosarot, yeah. Yeah! That's it für den rosaroten Panther. Okay, ciao, baba!